Ich höre. Es fällt mir nicht leicht, dir das jetzt zu sagen. Ja, du hast schon etwas übertrieben, doch ich verzeihe dir. Ich muss dir leider mitteilen, dass deine Mutter und dein Bruder französische Spitzel sind. Wie bitte? Sie stehen mit Marschall de Belle-Île in Verbindung. Sie liefern ihm Informationen über unsere Schwachstellen. Bist du verrückt, Maria? Ist jetzt jedermann dein Feind? Was ist mit den Kindern? Vielleicht plant der kleine Josef auch eine Verschwörung. Die leitet er vom Nachttopf aus, wenn er irgendwann drauf sitzen kann. Mach dich nicht lustig darüber! Wie du willst. Hast du irgendwelche Beweise? Was auch immer ich sage, wissen meine Feinde innerhalb weniger Tage. Wir sind im Krieg, Maria. Alle Höfe, alle europäischen Höfe sind gespickt mit Spitzeln. Sei also so nett und hör auf, meine Familie zu beleidigen. Wir sind deine Familie, nicht sie. Es gibt hier kein Wir und kein Sie. Es gibt nur das Geschlecht Habsburg-Lothringen. Ich bin an deine Ungerechtigkeit gewöhnt. Ich habe dich geheiratet und muss damit leben. Aber ich verbiete dir, meine Mutter und meinen Bruder zu beleidigen. Hast du verstanden?